Meine sehr verehrten Kollegen hier aus dem Rat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich spreche nicht als Nationalrat heute, weil da wüsste ich, da gäbe es viel kompetentere Leute hier im Saal, würde ich mir nicht anmaßen. Ich wurde eingeladen, weil ich Präsident des World Engineering Convention in Geneva bin, wo wir vom Internationalen Ingenieurverband alle vier Jahre einen Ingenieurkongress durchführen. Im Rahmen dieses Ingenieurkongresses gibt es einen Aufruf von Genf, der jetzt momentan in allen Ingenieurvereinigungen in Diskussionen ist. Und ich möchte Ihnen aus diesen Diskussionen zwei, drei Dinge erzählen, die wir hier im Arbeiten sind mit den weltweiten Ingenieurorganisationen. Und ich mache das telegrammartig, den Bericht gibt es, der wird jetzt dann auf www.weg2011.co aufgeschaltet, dann können Sie Ende März dort dann detailliert lesen und Sie können sich auch in die Diskussion einbringen, wenn Sie Lust haben. Erste Frage, wird die Welt mehr oder weniger Energie brauchen in Zukunft? Kurze Antwort, bis 2035 rechnen wir mit 50% mehr Energieverbrauch. Zweite Frage, gibt es diese Energie? Kurze Antwort, viel zu kurz für hier, aber kurze Antwort. Im Moment brauchen wir ein Zehntausendstel bis ein Fünfzehntausendstel der täglichen Sonneneinstrahlung an Energie. Und ob man ein Zehntausendstel oder zwei Zehntausendstel braucht, ist nicht entscheidend. Sprich, es wäre genügend Energie da. Dritte Frage, kann man diese Energie den Menschen nutzbar machen, die da ist? Und auch da ist die Hauptfrage eigentlich, kann man die Energie, die von der Sonne kommt, kann man die speichern und dann nutzbar machen, wenn man sie braucht, oder kann man das nicht? Und da sind wir der Ansicht, wenn wir in die Labors schauen, die Technologien zum Speichern sind dazu da. Es gibt nicht nur unsere Pumpkraftwerke, die momentan überall gebaut werden, es gibt auch Redox-Flow-Batterien, die kommen werden, die eine sehr hohe Energiedichte haben werden, mit einer sehr hohen Energieeffizienz, wo wir davon ausgehen, dass die bis 2020 marktreif sind und den Energiebedarf von ganzen Gemeinden speichern können für 10, 15, 20 Wochen, dass das möglich sein wird. Die entsprechenden Forschungsprojekte können Sie anschauen. Noch eine Bemerkung, wenn Sie bei diesen Batterien einen Bericht 2000 gelesen haben, dann waren die Europäer und die Amerikaner weltführend. Im aktuellen Bericht der UNO 2010 gibt es nur noch Asiaten. Die Europäer sind praktisch verschwunden, die Amerikaner sind auch praktisch verschwunden. Also wenn Sie Batterien, Forschungsstand wissen wollen, müssen Sie nicht mehr in die Schweizer Universitäten schauen gehen. Es gibt ganz andere. Und da werden Dinge kommen. Das heisst, dass auch das Speicherproblem wird man lösen können. Und jetzt kommt die Frage, die eigentlich spannend ist. Können wir uns diese Energie leisten? Und da möchte ich jetzt etwas ausführlicher sein. Weil bis jetzt wird ja immer gesagt, diese alternativen Energien seien sehr teuer. Und Sie kennen, es gibt das EU-Ziel 20-20-20, also 20% Effizienz, 20% weniger CO2, 20% erneuerbare Energien. Das kostet 1000 Milliarden Euro, wird gesagt, bis 2020. 1000 Milliarden Euro. Wir haben dieses Ziel genommen und hochgerechnet auf das 2-Grad-Szenario und 2 Tonnen CO2 bis 2050. Wenn Sie diese Zahl 1000 Milliarden linear hochrechnen, kommen Sie auf etwa 3000 bis 4000 Milliarden Euro. Kostet das allein für Europa. Das ist die Investition, die zu tätigen müsste, um dieses Ziel zu erreichen. Und jetzt ist die Frage, ist das viel oder wenig Geld? Und für diese Frage zu beantworten, haben wir zusammen mit dem Bundesamt für Energie hat uns geholfen, weil wir haben festgestellt, diese Zahlen gibt es gar nicht. Die haben in einer Fleißübung diese Zahlen zusammengestellt, nämlich die Frage gestellt, was gibt die Wirtschaft und der Konsument denn eigentlich heute in Europa aus für Energie? Und für was wird dieses Geld verwendet? Mal das muss man mal als erstes anschauen. Erste Zahl, 1400 Milliarden, das ist immer gerundet, 1400 Milliarden gibt Europa aus für Energie pro Jahr. 1400 Milliarden. Jetzt ist klar, für mich als Unternehmer, wenn ich sage, in 50 Jahren 4000 Milliarden investieren, ich gebe jährlich 1400 Milliarden aus, das kommt schon irgendwo, eigentlich müsste irgendwo etwas aufgehen. Schauen wir doch das etwas genauer an, wie das aussieht.
300 Milliarden gibt man jährlich aus für die Beschaffung fossiler Energien außerhalb von Europa. Das ist die Zahl. 300 Milliarden, oder 270 exakt, glaube ich, ist es. 300 Milliarden nehme ich jetzt in meiner einfachen Rechnung. Gibt man aus. Wenn Sie auf 2 Tonnen kommen wollen, CO2, heißt das, Sie müssen das durch 8 dividieren. Weil Sie wollten dann 8 mal weniger verbrauchen, weil sonst kommen Sie auf das Ziel nicht. Durch 4 dividieren, weil wir brauchen etwa 9 Tonnen heute und wir müssen auf 2 Tonnen runter, durch 4 dividieren, oder? Also kann man mal in eine Milchbüchleinrechnung sagen, wenn man das Ziel erreicht, kann man von diesen 300 Milliarden 3/4 einsparen. Sprich, Stände zur Verfügung, um die Investitionen von diesen 4.000 Milliarden zu verzinsen. Was rechnen wir für diese 4.000 Milliarden? Wir rechnen, dass es eine Verzinsung braucht von etwa 100 Millionen und dass es für Amortisation und Unterhalt etwa 200 Milliarden braucht. Also wir rechnen, 300 bis 400 Milliarden brauchen Sie jährliche Kosten, um das überhaupt verzinsen und amortisieren und bewirtschaften zu können. Also ich brauche also etwa 400 Milliarden jährlich, damit diese 4.000 Milliarden irgendwie zu finanzieren sind. Und bitte legen Sie mich jetzt nicht auf 100 Milliarden fest, weil ich komme nachher dann noch mit einer Bemerkung. Es sind so enorme Zahlen. Also Sie sehen, von diesen 300 Milliarden fossile Energie kriegt man etwa 200 Milliarden frei für die Finanzierung dieser Infrastruktur. Dann gibt es eine zweite Zahl, die man sich viel zu wenig bewusst ist. Die Europäer, inklusive die Schweiz sogar noch mehr, die Europäer zahlen 500 Milliarden Abgaben, die nicht für das Energiesystem verwendet wird. Jedes Jahr 500 Milliarden Abgaben, die irgendwie einfach in den allgemeinen Steuerhaushalt fließen. Und man muss sich die Frage stellen, ob es richtig ist, politisch, wenn in einem Zeitpunkt, wo es ganz große Herausforderungen gibt in diesem Energiesystem, die Gelder der Konsumenten zur Finanzierung des allgemeinen Staatshaushaltes abgezweckt werden sollen, oder sollen diese Gelder nicht wirklich investiert werden? Ich glaube, diese Frage muss man stellen. Und die ist legitim. Denn wenn Sie schauen, warum es diese Abgaben gibt, dann wurden diese Abgaben mal als Steuer eingeführt, weil Energie einfach besteuert wurde. Aber das ist historisch gewachsen. Es gibt keinen Grund, warum das so ist. Überall gilt, dass eigentlich Steuern soll über das Einkommen und über die Leistungsfähigkeit bezahlt werden und Gebühren sollen kostendeckend sein. Das heißt, 500 Milliarden bezahlen wir. In der Schweiz bezahlen wir 8 Milliarden von 27 total, oder? Für Steuern. Und ich habe die Mehrwertsteuer hier nicht gerechnet, weil die Mehrwertsteuer, die muss man bezahlen. Oder wenn dann die Initiative durchkommt, dann gibt es dann doch noch mehr. Aber ich habe die nicht abgezogen, die Mehrwertsteuer. Nur für andere Abgaben. Das heißt, man müsste also politisch sich die Frage stellen, kann man einen Teil von diesen 500 Milliarden in den Energiekreislauf zurückführen, für die Investitionen zu finanzieren? Oder ist es richtig, dass man das total wieder in den allgemeinen Haushalt abführt? Diese Frage müsste man stellen. Wenn Sie also 200 Milliarden von den Fossilen herbekommen, und das geht davon aus, dass der Preis nicht steigt, und Sie vielleicht 200 Milliarden abzweigen könnten von diesen Steuern, hätten wir das System finanziert. Jetzt gibt es aber noch eine weitere Bemerkung. Weil da bin ich auch Realist. Man kann ja vielleicht sagen, das geht nicht. Diese 500 Milliarden braucht man, weil die Staaten haben ja sowieso kein Geld im Moment. Jetzt kann man sich noch etwas anderes überlegen, oder? Und zwar die Überlegung ist, heute geben wir 1400 Milliarden aus. Wenn Sie 10% davon nehmen, sind das 140 Milliarden. Das heißt, also, wenn Sie jetzt den fehlenden Betrag von der Rechnung nehmen, was dieses System zu finanzieren kostet, europaweit, müssen Sie eine Erhöhung der Energiepreise in Kauf nehmen von 10 bis 15 bis 20%. Das sind die Dimensionen. 10, 15, 20%. Wenn Sie schauen, wie die Energiepreise heute schwanken, und das ist eine Rechnung über die nächsten 50 Jahre, oder? Dann ist diese Zahl nicht verrückt.
Sprich, und da will ich jetzt eine Behauptung machen, und wir werden die auch von den Ingenieurvereinen vermutlich so publizieren, eine Behauptung machen, man kann das europäische Energiesystem komplett umstellen, ohne oder maximal mit 10-20% höheren Energiekosten für den Konsumenten und für die Wirtschaft. Und jetzt ist die Frage, ist das für die Wettbewerbsfähigkeit Europas ein Problem oder nicht? Und wenn Sie das ökonomisch anschauen, dann sind diese Kostenschwankungen über die nächsten 30, 40, 50 Jahre überhaupt ökonomisch nicht wettbewerbsbedeutend. Weil man kann davon ausgehen, dass die Energiepreise sowieso in diesem Umfang etwas steigen werden. Sprich, und das wäre jetzt die Konklusion natürlich von Ingenieuren, sprich, Europa kann das System umstellen, ohne auf die Welt zu warten. Ist absolut nicht nötig. Und das ist für mich irgendwo das Sahnehäubchen, in der ganzen Rechnung drin ist kein Innovationsgewinn gerechnet. Weil die beginnen, werden den Innovationsgewinn einfahren. Aber das geht natürlich nur, wenn man dann in der Batterieforschung nicht die Asiaten dann irgendwann wieder mal nach Europa holt und in Europa vorderster Punkt ist. Das heißt, wir möchten eine klare Message rausgeben an die Politik von Europa und an die Gesellschaft. Erstens, es hat genügend Energie. Zweitens, die Energie kann man den Menschen verfügbar machen. Drittens, Klammermerks, lohnt sich nicht, um Energiekriege zu führen. Denn wenn Sie dieses Geld einrechnen, wäre meine Rechnung schon lange finanziert. Habe ich gar nicht gemacht. Das lohnt sich überhaupt nicht. Ökonomischer Blödsinn. Oder? Es ist finanzierbar und Europa kann im Alleingang vorwärts schreiten, ohne dass sie Wettbewerbsfähigkeit einbüßen. Im Gegenteil, und das sage ich jetzt als Innovationspolitiker, im Gegenteil, ich bin felsenfest überzeugt, Europa würde zum innovativsten Innovationsgewinne einfahren, die meine Rechnung vermutlich auch noch einmal finanzieren würden. Sprich, aus meiner Warte, aus den Ingenieurverbänden Warte, muss man sich nicht auf globale Energieziele einigen. Das kann man, ist aber nicht ein Muss. Man kann regional autonom vorausschreiten. Und jetzt noch eine einzige Information. Diese Rechnung haben wir für die 27 Staaten plus Schweiz gemacht. Würden Sie diese Rechnung für die Schweiz alleine machen, kämen Sie noch viel besser raus. Weil wir zahlen viel, viel mehr Abgaben und wir kaufen viel, viel mehr fossile Rohstoffe aus dem Ausland ein. Es sind 5 Milliarden auf 27, was wir einkaufen. Und es sind 7,5 Milliarden Abgaben, die wir zahlen auf der Energie. Und das sind die Fragen, die wir uns in der Politik stellen müssten eigentlich. Ich weiß, das ist von außen gesehen auf das System. Vorher haben wir von innen nach außen geschaut. Und vielleicht müssen wir diesen Dialog miteinander führen, um dann zu guten Lösungen zu kommen. Danke vielmals.